Moin und herzlich willkommen zu meinem kleinen Mikroabenteuer. Ich fahre heute von Lübeck nach Fehmarn. 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück, 24 Stunden. Mein Ziel ist eine komplette Nachtaufnahme mit Sonnenaufgang im Zeitraffer. Ob ich das schaffe, ob ich die 100 Kilometer schaffe und ob ich die Aufnahme schaffe, seht ihr in dem Video. Bis später. Tschüss! Kilometer sind rum. Bisher war die Strecke ganz gut. Der Anfang war sehr touristisch, die üblichen bekannten verdächtigen Orte entlang der Lübecker Bucht. Nach Haffkrug wurde es etwas ruhiger. Erst ging es ein bisschen an der Straße lang, Neustadt am Hafen vorbei, wunderschön, und seitdem haben sich unglaublich viele verschiedene Wanderwege oder Radwege abgewechselt. Mal asphaltiert, mal gepflastert, Gravel, Waldboden. Alles dabei. Steilküste, wirklich schöne Landschaft. Ich sitze gerade hier bei einem Kaffee und einem Kuchen und in wenigen Minuten geht's weiter. Update, 40 Kilometer vor dem Ziel, irgendwo da hinten, sehe ich schon irgendeine Brücke. Ich habe keine Ahnung, ob das die Brücke nach Fehmarn ist. Ist echt windig, aber irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht habe ich Rückenwind, vielleicht auch nicht. So, die letzten 15 Kilometer fluchen. Fluchen, fluchen, fluchen. Nur Gegenwind. Jetzt habe ich wieder Rückenwind. Der Wind hat sich gedreht, besser gesagt, ich habe die Richtung geändert. Ich habe keine Ahnung, ich bin glaube ich bei Kilometer 78. Ich weiß nicht, wie weit noch. Es sind irgendwie um die 105, habe ich jetzt gesehen. Also wahrscheinlich noch so. Scheiße, 25 Kilometer. Naja, auf jeden Fall. Fluchen ist vorbei. Der Wind ist jetzt im Rücken und das die ganze Zeit. Da oben ist ein Falke. Und hier bin ich. Ach, scheiße geil. Scheiße geil. Ich liebe es. Problem, das nächste Mal zu essen gibt es erst auf Fehmarn, in Burg, in der Hauptstadt von Fehmarn. Das sind wahrscheinlich halt noch 20 Kilometer.
einfach mal knapp 100 Kilometer von Lübeck nach Fehmarn mit dem Fahrrad durchgeballert. Oh, ist das schön. Erstes Mal. Da kickt die Euphorie gleich nochmal ganz anders rein. Da gibt es doch nochmal einen Sonnenuntergang für euch. Nice, ein Eis. Oh, wie schön. Da hinten ist noch das bisschen Sonnenuntergang. Osten ist in diese Richtung. Und da werde ich euch jetzt hinstellen. Und dann schwenke ich euch nochmal eine Runde rum. Stell euch hin und der Zeitraffer geht los. Guten Morgen. Ich habe noch keine Ahnung, was für ein Video ich am Ende zusammengeschustert haben werde. Aber ich kann euch eins sagen. Für mich war es wieder mal die geilste Erfahrung überhaupt. Das war echt schön. Und für mich gibt es jetzt nur noch zu sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß wie mir gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, kommentiert und wir sehen uns beim nächsten Mal bei den sehr komischen Abenteuern eines älter werdenden Mannes. Macht's gut. Tschüss.